Hallo Leute, willkommen zurück hier auf dem Tanneberg. Wir spielen wieder LS17 und die erste Amtshandlung hier nach der letzten Aufnahmesession. Erstmal wieder einen kleinen Überblick bekommen. Ich denke mal, das wird aber relativ einfach werden. Weil ich sehe hier ein wenig Gedöns, was abgeerntet werden musste. Dann sind wir hier auch schon fertig und dann können wir eigentlich uns Richtung nächstes Feld bewegen, ne? Aber wir haben nichts, was fertig ist. Natürlich bedauerlich. Komm, hier den kleinen Haufen hier nehmen wir auch noch mit. Jeder Halm zählt. Ah, mir war doch so, als ob wir unten am Sparen waren. Und es gab einen sehr heißen Tipp, sage ich jetzt mal, wie man diese Geschichte hier mit dem oder mit Vorgewände arbeiten beim Drescher und dann trotzdem sauber Ballen pressen, wie man das hinbekommt. Und ja, einfach einen anderen Sparer nehmen, weil den Sparer, den wir haben, der ist scheiße. Ist einfach so. Normal müsste ich jetzt nämlich neu hergehen. Den Schwader, den wir da haben. Nämlich dieses gute Gerät hier. Das verkaufen wir. Das verkaufen wir. Jetzt muss ich mal eben kurz die Pedale ein bisschen hier zurechtzuppeln. So, jetzt geht's wieder. Und dann wird das Ganze nämlich hier nochmal neu geschwadert. Ich habe da keinen Bock mehr drauf hier. Auf dieses Hin und Her mit diesem kleinen Gerät. Kannst die Maschine nicht richtig einstellen, weil die Schwad zu breit ist. Guckt euch das mal an. So einen breiten Einzug hat die doch gar nicht. Ne, das wird nicht funktionieren. Deswegen. Wir machen heute auch ein bisschen Überminute, habe ich das Gefühl. Ich habe so ein bisschen im Gespür. Vielleicht so 20 Minuten oder so. Mal gucken, wo die erste Folge wieder zum Reinkommen. Aber jetzt erstmal zum Händler knattern und die Maschine, oder beziehungsweise nicht die Maschine, aber den Sparer hier definitiv mal abgeben. Und dann machen wir das gleich unten mal an der Wiese schön. Dann gibt es nämlich auch leckere, formschöne Ballen, die dann auch vernünftig dann von der Presse eingezogen werden können. Wir fahren jetzt hier mal geradeaus. Ich wollte jetzt nicht unbedingt da die kleinen Stichweg da rein. So. Und dann müssen wir nämlich mal gucken, dass wir vielleicht noch ein bisschen an Geld kommen, ne? Das ist nämlich immer so dieses große Fragezeichen, das liebe Geld. Fahren wir mal hier schön durch den Wald. Ja. Könnte man ja mit der Kettensäge einmal durchgehen. Und warte mal. Warte mal. Was ist denn mit diesem... Diesen Mais, der ist doch erntereif eigentlich. Können wir doch jetzt eigentlich schon pflücken. Oder machen wir Mais, Freunde. Wir machen Mais. Ja, wir machen Mais. Ganz einfach. Und parallel dazu lassen wir dann die Geschichte mit dem Gras dann laufen, da werden dann schön Ballen gepresst. Ja, das nützt ja nichts, ne? Wir müssen ja irgendwie gucken, dass wir ja hier zu Potte kommen auf jeden Fall. Das
So, jetzt gucken wir mal eben. Mal eben Maschinchen ausmachen. Ja, hier. Der kann weg. Danke auf jeden Fall. 6400, ey, das ist ja ein Fliegenschiss. Jetzt kostet mich der neue wahrscheinlich einen ganzen A-Punkt-Punkt voll an Kohle. Wollen wir mal wetten? 28, naja, das geht. Also der hier soll es dann schon sein, der legt ja wenigstens die Schwatt dann mittig ab. Bei 9,30 Meter Arbeitsbreite. Das machen wir einfach mal. Ja, wir machen das. Ist mir egal, ich weiß, es kostet alles wieder Geld. Aber, es ist doch für einen guten Zweck, Freunde. Ja, ich weiß, ich habe gesagt, wir wollen gucken, dass wir ja, ein bisschen zur Kohle kommen oder beziehungsweise ein bisschen von der Kohle behalten, um nachher Kühe zu kaufen. Aber wir waren ja auch noch nicht an unserem Kredit, den wir aufnehmen können. Da können wir ja noch ein bisschen Kohle machen. Ach. Dann kaufen wir dann zur Not davon dann die Kühe. Das ist mir dann auch wurscht. Das Wichtigste ist jetzt erstmal, dass wir Ballen bekommen. Ballen und nochmals Ballen. Dann als nächstes hier den... sag schnell. Den Mais einfahren. Da bin ich aber noch am überlegen, fahren wir das oben an die BGA oder lassen wir das unten am Hof? Ich weiß es noch nicht so ganz, ne? Eigentlich ist es unten am Hof besser aufgehoben, wegen der Kühe. Da brauchen wir nicht so weit fahren, wenn wir dann Mischfutter machen wollen. Ich glaube, das machen wir auch. Wir machen dann hier unten, schieben den ganzen Krempel dann ins Fahrsilo rein. Da kann man jetzt nicht sehen. Und der Weg ist auch nicht so weit beim Abfahren, ne? Fahren Sie, wie noch nie zuvor jemand gefahren ist. Ich überhole dich jetzt einfach, weißt du? Oh, da kommt einer von vorne, das wird eng. Ich überhole dich doch nicht. Nein, jetzt auch nicht. Es kommt eben immer ein Auto, ne? Es ist egal. So, jetzt aber. Der Brems verliert. Oh, schon mal Blinker rechts setzen hier. Zack, mein Freund. So geht das nämlich hier. Schön riskant überholt. Egal. Alles gut gegangen. Alles gut gegangen. Und ja, natürlich kommt wieder ein Auto. Diese Ecke hier, ne? Egal. So. Dann wollen wir doch mal. Wir wollen Feldarbeit machen mit dem Dieselrand. Jetzt achten wir auch drauf, dass wir im Südwesten starten. Richtung Osten mit einem Vorgewende. Mach mal Vorgewende. Ja, ne? Zum Schluss, oder? Vorgewende zum Schluss? Ja, wir machen Vorgewende zum Schluss. Gut. Dann entfalte dich am ersten Wegpunkt und dann kannst du auch losgehen. Wir speichern das Ganze schon mal. Ah, steht das jetzt auf 9,4? Oder 9,3? Was haben wir denn da jetzt? 4, nein. Stopp. Das läuft auch wieder wie ein Länderspiel hier. Ich könnte schon wieder, Freunde. Also, jetzt müssen wir das mal eben. Diese Schwadern Müll.
Also, wir holen uns wieder den Dieselrand. 9,3. Och, guck mal. Jetzt machst du es ja. Jetzt hast du ihn ja. Mit einmal vorge. Nein, einmal reicht. Alles andere ist ja so geblieben. Ach, guck mal. Guck mal. So, jetzt aber. Wie diese Schwadern. So. So finde ich das schön. Das war mal ein vernünftiger Arbeitsbreite hier. Das war schon mal schick. Okay. Dann kannst du. Du kannst. Haben wir dich denn gespeichert? Haben wir. Warte, ich müssen wir erstmal ausrichten, ne? So, du kannst am nächsten Wegpunkt anfangen und wir starten dich aber schon mal und fahren so langsam, ganz gemächlich, so dass wir bald einschlafen. Kannst du am nächsten Wegpunkt anfangen. So, jetzt müssen wir mal ganz schnell in den in diesen hier nämlich springen. Den Anhänger lassen wir jetzt hier schnell stehen. Jetzt müssen wir erstmal da hinten den Drehschemel abholen. Oh, da zog aber jetzt hier schön lang. Nicht schlecht. Ah, nicht schlecht. So. Im. Da ist noch Gerste drin. Im Drescher ist noch Gerste. Komm, gib sie mir. So. Hoffentlich passt das. Nein, das passt natürlich nicht. Und was ich mir überlegt habe, ist, dass ich glaube, es gibt auch diesen Saatgutrechner hier für Cosplay, der integriert ist. Und der einem ungefähr sagt, wie viel Saatgut man benötigt. Und das bringt mich nämlich dann auf diese grandiose Idee, doch einfach mal auszurechnen, was wir an Saatgut benötigen für die nächste Aussaat. Womit wir dann zumindest einen Anhaltspunkt haben, wie viel Saatgut wir produzieren müssen. Das wäre nämlich nochmal eine spannende Frage. Oh, was mache ich denn? Traktor kaputt fahren hier. Das muss ja nicht sein. So, jetzt machen wir den nochmal leer hier. Und dann gucken wir uns das gleich mal an, wie das mit diesem Saatgutrechner funktioniert. Der hat aber ganz schön gelitten hier. Der Tank ist ja auch schon fast leer, ne? Er macht noch fleißig Ballen, das ist gut so.
So, und jetzt gucken wir mal schnell. Wir wollen düngen und säen auf dem Feld Nummer 1. So, jetzt war das... Ah, hier. Hier, guck mal. Verbraucht. Das ist ja geil. Nehmen wir mal ruhig den höchsten Wert. Ja, pappeln nicht, ist klar. Als wenn wir jetzt hergehen wollten und überall Raps ausbringen. Das sind 509. 461. Ich muss das mal eben aufschreiben. Also. Feld 1. 509. Feld 2. 461. Auf der 3. 1279. Und auf der 5. 1643. Das dürfte es gewesen sein, ne? Feld 11, was? Achso, da ist ja eh krass drauf. Das ist egal. Aber gut, dann haben wir zumindest schon mal Werte. Nämlich. ...1852, wenn einer mal mitgeschrieben hat. So, jetzt müsste ich mir mal angucken, was wir für die Saatgutproduktion brauchen. Wir machen eben das Auto hier aus. Die sind am Arbeiten, das ist okay. Dann hüpfen wir nämlich jetzt mal schnell hier unten hin. Nämlich da. Nein. Doch, ne? Ja, genau. Hier sind wir richtig. Saatgut. Saatgut ist hier drüben, ne? Dünger, Wasser, Flüssigdünger. Nein. Das wollen wir nicht. Wir wollen Düngerproduktion. Genau, hier sind wir zu Hause. Mistgülle, Dünger. Nein. Da gut. So, Dünger, Getreide. Ach, da muss auch noch Dünger rein. Dünger soll dann die Beize sein, oder was? Okay. Beschiss hier. Boah, da muss ich ja... Angenommen, so 2-3 Paletten Dünger kaufen oder was? Kann ich hier Paletten einfüllen? Ich wüsste jetzt nicht, dass da irgendwas dagegen spricht, ne? Wenn ich nämlich dann die Palette in einen Anhänger einlasse, müsste das doch gehen. Wir probieren das gleich. Wir probieren das. Und zwar, wer ist denn hier fertig? Achso, der, dieser hier, der Kandidat. Das heißt, wir machen dich an. Wir machen dich an. Achso, ich muss erstmal Abfahrer reinlassen, alles klar. Und dann lassen wir den letzten Ballen hier noch raus. So. Und dann fahren wir mit dir nämlich jetzt unten schon mal auf die Schwadrollierrunde. Diese hier nämlich. Und dann kann er sich nämlich hier nochmal einen abmühen. Und Heubein pressen. Und in der nächsten Folge werden wir dann anfangen, die Ballen auf jeden Fall vom Feld 2 runter zu pflücken.
Aber so ein Fazit zu machen, was wir denn jetzt an Stroh haben. Und ja, auf jeden Fall dann die Maisernte vorbereiten. Wir brauchen einen Kurs zum Silo. Wir brauchen einen Kurs für den Häcksler. Wir brauchen den Häcksler auf jeden Fall dort unten. Ja, das geht dann alles so langsam vonstatten. Er scheint jetzt hier auf seiner letzten Bahn zu sein, oder was? So, dann fertig. Jo, ist er. Das heißt, wir können dich dann hier am ersten Wegpunkt losschicken. Und hüpfen hier schon mal rein. Und dann war es das für heute, Freunde. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen. Sage bis zum nächsten Mal hoffentlich. Und würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr mir die Treue haltet. Vielen Dank fürs Zuschauen auf jeden Fall und macht es gut. Lasst mir ein Like da, kommentiert. Vielleicht habt ihr ja noch einen Vorschlag, was man machen kann. Und ansonsten, ja, schreibt mir einfach mal rein, wie ihr das finden würdet, wenn wir unser Saatgut selbst anfertigen. Und vor allem, ob einer eine Idee hat, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Das heißt also, die Paletten mit Dünger in einen Trailer umladen und dann halt dann hier unten in die Produktion reinzukippen. Aber wie gesagt, das alles dann halt beim nächsten Mal. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Macht es gut, Freunde. Ciao, ciao.